herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz zum Thema richtig lüften im Klassenraum im Rahmen des Energielux-Projektes. Wir haben einen Versuch gestartet mit der Astrid-Lindgren-Schule und diesen beiden Klassen, einmal die 4b und die 3a war das gewesen, glaube ich. Und hier sind einige Vertreterinnen von den beiden Klassen. Jetzt kommen gleich noch mehr. Wir sind richtig. Ihr seid richtig, genau. Ja. Genau. Und diese Klasse hat nämlich einen Versuch für uns gestartet. Und zwar mit einem CO2-Messgerät haben die ein paar Tage lang gemessen, wie viel CO2 hier im Schulraum entsteht während der Stunde, beziehungsweise am ganzen Vormittag und wie oft man lüften muss. Die Ergebnisse teilen wir gleich mit, denn ich will Ihnen erstmal sagen, warum das so wichtig ist, dass man regelmäßig lüftet und vor allen Dingen die CO2-Konzentration im Raum niedrig hält. Und zwar haben Untersuchungen in Dänemark und auch in Bremen ergeben, dass wenn es mehr als 1500 ppm die Konzentration von CO2 in der Luft ist, die Kinder eher unruhig werden, müde werden, nicht aufmerksam sind im Unterricht und vor allen Dingen, wenn dann die Konzentration noch höher steigt, eventuell sogar Kopfschmerzen bekommen. Dann hat man auch in Amerika festgestellt, dass je höher die CO2-Konzentration ist, dass die ein guter Anzeiger dafür ist, dass die Raumluft schlecht ist und auch Bakterien im Grunde viel mehr Krankheiten verursachen können bzw. weitergegeben werden können, also Krankheitserreger und Störungen. Und ein dritter Punkt, und das wird Herr Plager gerade erläutern, ist, dass je höher die CO2-Konzentration ist, beziehungsweise das ist ein Anzeiger dafür, dass auch die Schimmelgefahr steigt. Genau. So schön. Wo Sie wollen, nur nicht vor dem gegen das Licht. Ja, das Problem ist, die Gebäudehülle wird ja immer dichter, die Fenster werden ja auch immer dichter dadurch und wir Personen geben ja auch Feuchtigkeit ab und dadurch besteht die Gefahr, wenn es richtig gelüftet wird, dementsprechend auch, wenn noch eine kalte Wandbrücke da ist, dass sich Schimmel bilden kann. Und das ist auch eine vorbeugende Maßnahme noch in dieser Hinsicht. Also gerade in Bestandsgebäuden, in Altbauten, auch wenn neue Fenster eingebaut sind, die Gebäudehülle nicht auf dem Standard ist, so wie sie heute sein müsste nach Vorschriften für Neubauten, besteht die Gefahr dafür. Hinzu kommt ja auch noch, dass die Nutzungen, die Garderobe, gerade im Winter, wenn nasse Tage sind, nicht mehr in den Fluren aufgestellt werden kann, sondern in die Klasse kommt. Das heißt, es kommt auch noch mehr Feuchtigkeit rein und die kann dann auch nicht mehr nach außen abgegeben werden. Deswegen ist es wichtig, dass konsequent gelüftet wird, damit halt durch die Lufttemperaturen, die Luftfeuchtigkeit, die dann dampfförmig vor ist, nach draußen auch abgegeben werden kann. Ja. Zusätzlich kommt ja dann auch frische Luft hinein, wieder Sauerstoff entsprechend. Und das ist der erste Punkt. Ganz genau. Und wie richtig gelüftet wird, das kann uns bestimmt einer von euch sagen, oder? Ja, bitte. Also zum Beispiel alle Fenster aufmachen, also nicht die kleinen, sondern die hier groß, die großen. Aha. Wie lange soll man das machen? Ungefähr 5 Minuten. 5 Minuten, genau. Und, ja? Und wenn wir lüften, dann müsst auch am besten die Tür aufmachen, damit man einmal den ganzen, also alles so durchlüftet. Genau, man kann Stoßlüften, aber auch querlüften. Also wenn man zum Beispiel Fenster und Türen aufmacht oder Fenster und die, wenn man die ganz aufmachen könnte, wäre natürlich toll. Dann gäbe es eine Querlüftung und der Luftaustausch würde ganz schnell vonstatten gehen. Und wie lange lüftet man so ungefähr? 5 Minuten, genau. Und währenddessen macht man auch, wenn man die Möglichkeit hat, das hat man allerdings nicht in allen Klassenräumen, die Ventile, die schließt man dann von den Heizungen in dem Zeitraum. Ne? Prima, das habt ihr ja schon richtig gut mitgekriegt. Die Kinder sind nämlich Energiesprecher und sind alle schon auf dem Naturgut geschult worden, deswegen wissen die das auch gut. Jetzt kommen wir aber zu euren Ergebnissen. Wie oft müsst ihr denn hier in der Klasse lüften? Denn das hat euch ja im Grunde das CO2-Messgerät gezeigt. Ja. Ungefähr 10 Mal. 10 Mal, das heißt, alle halbe Stunde? Oder wie? Ja. Ja, alle halbe Stunde. Du hast ein Ergebnis? Also im Durchschnitt mussten wir, also wir in der 4B, jede Stunde einmal lüften. Genau, die 4B hat wie viele Kinder in der Klasse? Ich weiß es nicht. 20 mit der Frau Beckers. 20 mit der Frau Beckers. Ne, bei 20 Kindern in so einem großen Raum muss man ungefähr einmal in der Stunde. Kinder. Mit der Frau Beckers. Okay, 19 Kinder und eine Lehrerin. Genau.
Das sind also 20 Personen im Raum und da muss man alle dreiviertel Stunde, also jede Stunde mal lüften. Genau. Und bei euch in der Klasse, hier sind wir? Bei uns mussten wir alle halbe bis ganze Stunde lüften. Alle halbe bis ganze Stunde lüften, ne? Genau, so oft. Weil es hier ein bisschen mehr Kinder hat in der Schule, wie viel sind es? 25. Mit unserer Lehrerin sind 26. Okay, mit Lehrerin 26 Kinder. Ich habe noch Ergebnisse von der Realschule am Stadtpark. Das ist eine Realschule, klar. Die haben auch 26 Jugendliche in der Klasse. Mit Lehrer sind 27 und die mussten tatsächlich alle halbe Stunde lüften, weil dann der Grenzwert, der kritische Wert von 1500 ppm überschritten war. Und die mussten auch mindestens 5 Minuten lüften, sogar bis 8 Minuten, weil die halt keine Möglichkeit der Querlüftung haben, sondern nur Stoßlüften konnten und auch nicht so viele Fenster aufmachen konnten. Das ist natürlich für die Kinder im Winter sehr unangenehm. Je länger man lüften muss, desto unangenehmer wird es. Deswegen, wenn es möglich ist, diese Querlüftung, dann ist das in wirklich 3 bis 5 Minuten erledigt und die Raumluft ist ausgetauscht. Ja, hat das denn Spaß gemacht? Die Versuche, ja? Oder waren die sehr störend? Sie waren sehr störend, das haben wir auch aufgeschrieben, weil im Unterricht, das reicht uns dann immer aus den Gedanken. Das stimmt, das soll ja auch nicht permanent sein, sondern das soll jetzt nur mal ein Versuch gewesen sein, ja? Aber wenn die Temperatur dann wirklich wieder da ist, dann war es auch eine richtig angenehme, dann hatten wir eine richtig angenehme Temperatur. Okay. Und wie war es denn? Wart ihr denn in der Klasse, wo ihr jetzt immer regelmäßig gelüftet habt, war es denn da leiser in der Klasse oder konntet ihr euch besser konzentrieren? War das gut mit frischer Luft oder nicht so gut? Ja. Bei uns war das so, das war auch nicht immer ganz so laut. Ja, was sagst du? Also bei uns konnte man sich richtig gut konzentrieren. Also ich kann mich ja sonst nicht so gut konzentrieren bei dieser Luft. Und dann haben wir gelüftet, dann hatte ich wieder alles aus meinem Kopf. Gut, das ist ein schönes Ergebnis. Ja. Und man musste sich aber auch erstmal dran gewöhnen. Man musste sich also dran gewöhnen erst. Wegen der Kälte? Nee, weil es ja alle jede Stunde einmal piept. Ach so, ja, genau. Aber jetzt braucht ihr im Grunde das ja gar nicht mehr. Ihr wisst ja jetzt, dass ihr alle halbe Stunde, alle dreiviertel Stunde im Grunde lüften müsst. Ne? Wir empfehlen, dass man vor dem Unterrichtsbeginn, also vor der Stunde, einmal lüftet und dann während der Stunde, also nach einer halben Stunde, nochmal 5 Minuten lüftet. Irgendwie das in den Unterricht einbaut. Und ihr wisst das ja jetzt ungefähr, ihr braucht da ja nicht mehr drauf zu gucken, ihr wisst ja ungefähr, der Rhythmus ist ja immer gleich. Ihr atmet ja immer gleich viel aus und ein. Dann wisst ihr ja jetzt ungefähr alle halbe Stunde, alle dreiviertel Stunde müsst ihr lüften. Ne? Ja, wunderbar. Das sind ja tolle Ergebnisse. Und herzlichen Dank für den Versuch. Ne? Ja. Haben Sie denn noch Fragen? Ja, wie war das? Ihr seid zum Gutophofen gefahren und wie lange wart ihr da? Wir haben nur einen Energiejungs heute hier. Ach, das andere sind ausgewählte Kinder, die das so übernehmen wollen, die Aufgabe. Okay, also der Energielux ist nur der Niklas. Gut, Niklas, wie war denn das am Gutophofen? Wie lange warst du da? Es war gut, aber wir hatten auch so ein Kartenspiel, was man heute benutzt bei elektrischen Sachen. Und was man früher benutzt hat. Und das musste man dann zusammenlegen. Das hatten wir da auch. Und man musste da auch mit einem Kabel. Da gab es verschiedene Sachen. Da konnte man die Sachen dann ausprobieren. Da gab es jetzt Föhn und Ventilator. Ja, und so. Und wenn der Stecker leer war, dann musste man ganz lange trampeln, bis er wieder voll war. Und das, was du da gelernt hast auf dem Gutophofen, hast du dann deinen Klassenkameraden alles erzählt oder für dich behalten? Also nie alles erzählt. Kim und ich haben ein bisschen auch was in Religion erzählt, weil die Lehrerin auch gespannt war, was wir da so alles gelernt haben. Aber so in der Klasse so richtig viel haben wir eigentlich nicht erzählt. Ja, es geht. Sie sagen, als Lehrerin hat doch was erzählt, oder? Also wir versuchen gerade in jeder Klasse einen Klimadienst einzurichten. Da sieht man auch schon das Schild hier in der 4B, funktioniert das schon ganz gut. Und der soll die Energielux so ein bisschen im energiesparenden Verhalten unterstützen, also immer auf die Heizungen gucken, ob die richtig eingestellt sind, ob richtig gelüftet wird, ob der Müll richtig getrennt wird. Also alles, was so der Umwelt helfen kann, soll der Klimadienst übernehmen, um eben unsere Energieluxe
zu unterstützen. Und damit das auch wirklich in den Klassen ankommt, haben wir tatsächlich im Moment sogar eine Energieluxstunde fest im Stundenplan verankert. Also wir treffen uns einmal die Woche, damit eben auch Infos vermittelt werden und hoffentlich dann auch mehr und mehr in die Klassen weitergetragen werden. Ja, und zwar hat das auch Auswirkungen auf ganz Leverkusen, also wird das so weitergeleitet, auch an die anderen Schulen? Genau, also die haben 44 Einrichtungen, Schulen und Kindergärten, die bei dem Energielux-Projekt mitmachen, schon seit 3 Jahren. Und jedes Jahr werden dort Energiesprecher in jeder Klasse gewählt und die kommen dann zum Naturgut und werden dann 4 Stunden lang ausgebildet. Da geht es dann ums richtige Lüften, Heizen, der Umgang mit Licht und anderen Geräten, Standby-Geräten und solche Sachen. Ne? Und das geben diese Energiesprecher, die haben dann, wie gesagt, die Aufgabe, auch darauf aufzupassen, irgendwie, dass die Energie im Klassenraum richtig gut verwaltet wird. Jedes Jahr werden neue Energiesprecher gewählt, sodass wir also im Laufe der Schullaufbahn irgendwie möglichst viele Kinder erreichen. Ne? Das sind jedes Jahr sind das ja über 400 Kinder, die wir dann so schulen. Das machen wir auch in weiterführenden Schulen, nur anders, da die kommen nicht zum Naturgut Obhofen, sondern die besuchen wir einzeln, weil das meistens so große Schulen sind, die werden dann speziell geschult. Und jetzt die Ergebnisse speziell von hier oder von der Realschule, wurden die auch weitergegeben oder gibt es von der Stadt? Die geben wir jetzt weiter. Oder gibt es von der Stadt dann auch für alle Schulen vielleicht eine Empfehlung? Ja, die gibt es, ach Entschuldigung, genau, ja, die habe ich ja jetzt hier, genau, das ist, ne, die ist dann online abrufbar und die stelle ich natürlich den ganzen Schulen auch vor, genau, das ist unser Luftungsflyer. Vergessen das Wichtigste. Genau. Vielleicht noch die in der Stadt ausgerüstet aus Losern, dass auch noch andere Schulen sich diese Geräte ausleihen können, für eine Probewoche zu machen. Parallel dazu gibt es ja in einige Schulen, die führen ja so eine Art Pullover-Tag ein, wo wir dann von der Gebäudeleittechnikseite auch dann die Temperaturen erstmal runterfahren, um halt dieses Gefühl zu kriegen. Also hier muss dann technisch Gebäude und alles und Nutzer miteinander gehen. Deswegen auch eine gute Kommunikation dazu. Und letztendlich ist es ja die Multiplikation in den Schulen selber durch die Schüler und die tragen sich auch mit nach Hause dann dementsprechend dieses Verhaltensveränderung. Du möchtest noch was sagen? Also wir haben auch da hinten eine Urkunde hängen, weil wir haben ganz viele Klimameilen gesammelt und da wurden wir dann erster Platz. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Auch, das ist auch eine Aktion im Rahmen des Energielux, das sind die Klimameilen sammeln. Das wird aber im nächsten Monat wird ausgewertet. Ne? Und im Dezember werden auch die ganzen Energielux-Schulen nochmal eingeladen und prämiert, wer die meisten Punkte gesammelt hat. Also es geht darum, dass die Schulen natürlich ihren Energieausstoß runterfahren oder den Energieverbrauch runterfahren. Auf der anderen Seite geht es auch darum, dass sie möglichst viele Aktionen mitmachen zum Thema Klimaschutz. Da gehört dann auch Mobilität zu, Thema Klimameilen oder halt das richtige Lüften hier oder Klimafrühstück. Das sind ganz unterschiedliche Aktionen, die man machen kann. Und dafür kriegen die Schulen Punkte. Und wer am Ende des Jahres am meisten Punkte hat, oder beziehungsweise die Kinder die bekommen dann eine Prämie ausgezahlt. Und die meisten Punkte sammeln, die kriegen dann nochmal eine Sonderprämie. Aber das wird im Dezember sein, ne? Da werden genau. Wir die ganzen Schulen prämieren und da werden sie auch nochmal zu eingeladen. Unter www.energielux.de finden wir dann die ganzen Informationen über das Projekt, über das Energiesparprojekt. Ja. Also mir fällt gerade wieder ein, wir haben 182 gesammelt. Ihr habt 182, eure Klasse? Meilen, ja. Und unsere Klasse ist zweiter Platz geworden. Okay. Toll. Also eins, ich muss noch mal kurz zur Energie. Ja. Ampel zurück. Also CO2-Ampel, dass man immer bei 6 bis 7, ich weiß nicht mehr den Namen, wieder die Fenster zumacht. Achso, wenn das wieder auf so 600 oder 700 runtergegangen ist, dann macht man wieder die Fenster zu. Genau, das ist ein Wert, unter 1000 ist ein Wert, den kann man, ne, gut halten. Das ist kein Problem. Und bei 1500 ungefähr mussten wir Luft. Richtig, genau. Ne, dann fängt es an zu piepen. Wir sind jetzt hier schon bei 1390, ne, das geht relativ schnell, auch wenn wir, es kommt wahrscheinlich daher, dass wir auch hier relativ nah an dem Gerät sind, gleich an zu piepsen. Dann fängt es an zu piepsen, ganz genau. Das heißt, wenn ich jetzt da drauf atme, dann wird es anfangen zu piepsen? Ja, ja. Dann werde ich das jetzt mal gucken, ob das so tut. Danke. Ja,
Angst am Strand? Brauchen Sie auch ganz nur gut zu laufen? Nee, nicht gar nicht so nah. Gehen Sie mal so ein bisschen hauchen. Reicht schon, kommt gleich. Steigt noch? Steigt noch, ja. Da. So, an sich erwähnt.